Algorithmen haben bestimmte Eigenschaften, die sie auszeichnen. Und man unterscheidet theoretische und praxisrelevante Eigenschaften. Schauen wir uns zunächst die theoretischen Eigenschaften an. Die Formulierung von Algorithmen sollte eindeutig sein. Das heißt, hier kann ich nicht irgendwelche widersprüchlichen Aussagen formulieren, sondern es muss an jeder Stelle eindeutig beschrieben werden, was zu tun ist. Algorithmen sollten parametrisierbar sein. Das haben wir gerade an dem Beispiel schon gesehen. Man soll nicht nur einen Algorithmus entwickeln für das Problem, addiere alle Zahlen von 1 bis 10 oder bis 11, sondern bis n. N ist dabei ein sogenannter Parameter, der jetzt in dem Sinne beliebige Werte aus einer bestimmten Menge annehmen kann. Die Beschreibung von Algorithmen sollte finit sein, also endlich. Das heißt, man kann nicht wie in der Mathematik mit Punkt, Punkt, Punkt arbeiten, sondern man muss schon sich bei der Formulierung von Algorithmen damit auseinandersetzen, dass die Beschreibung endlich ist. Das sind jetzt drei Eigenschaften der Formulierung von Algorithmen. Jetzt kommen Eigenschaften bezüglich der Ausführung von Algorithmen. Die sollten ausführbar sein, klar. An jeder Stelle muss klar sein, was zu tun ist, und es sollten keine Widersprüche während der Ausführung auftreten. Im Allgemeinen sind Algorithmen so, dass sie terminieren. Das heißt, sie finden irgendwann ein Ergebnis und stoppen. Algorithmen nennt man determiniert, wenn sie mehrfach unter denselben Bedingungen gestartet werden, jeweils das gleiche Endergebnis produzieren. Und Algorithmen heißen deterministisch, wenn an jeder Stelle der Ausführung immer genau eine Möglichkeit der Folgeausführung existiert. Deterministische Algorithmen sind also immer determiniert. Es gibt durchaus Algorithmen, die diese drei letzten Eigenschaften nicht erfüllen, insbesondere beispielsweise im Bereich der Betriebssysteme oder der Mathematik, Stochastik und so weiter. Aber Algorithmen, mit denen wir uns hier beschäftigen in dieser Vorlesung, erfüllen im Allgemeinen diese drei Eigenschaften auch. Wichtiger für uns sind aber eher praxisrelevante Eigenschaften. Algorithmen sollten korrekt und vollständig sein. Das heißt, sie sollen auch genau das tun, was sie tun sollen, und sie sollen für alle möglichen Parameter korrekt arbeiten. Sie sollten dabei sehr effizient sein, das heißt, möglichst schnell ein Ergebnis liefern und sparsam mit Speicher umgehen. Hier gibt es aber immer Probleme. Es gilt nämlich der Satz, dass es zu jedem Algorithmus im Prinzip unendlich viele äquivalente Algorithmen gibt, also Algorithmen, die dasselbe tun wie ein gegebener Algorithmus. Man muss sich dann immer damit auseinandersetzen. Wenn ich einen Algorithmus habe, gibt es andere Algorithmen, die eventuell effizienter das Problem lösen oder sparsamer mit Speicher umgehen. Und häufig gibt es genau hier Widersprüche, dass Algorithmen, die schnell sind, mehr Speicher brauchen und Algorithmus, die wenig Speicher brauchen, häufig weniger schnell sind. Algorithmen sollten erweiterbar sein. Das heißt, man sollte schon bei der Formulierung darauf achten, dass man sie eventuell relativ leicht an geänderte Anforderungen anpassen kann. Sie sollten wiederverwendbar sein, in dem Sinne, dass wenn man letztendlich irgendwann mal größere Probleme hat, wo vorher schon gelöste Probleme als Teilprobleme auftreten, dass man die Lösung der Teilprobleme dann auch wiederverwenden kann im Bereich der größeren Probleme. Also die Algorithmen sollten als Teilalgorithmen dann zur Lösung größerer Probleme einsetzbar sein. Algorithmen sollten portabel sein, das heißt nicht zugeschnitten auf bestimmte Betriebssysteme oder Rechner. Und ganz wichtig, sie sollten verständlich sein, sodass man sie auch in Monaten oder Jahren noch versteht und vor allen Dingen, dass auch andere Personen, die eventuell diese Algorithmen sich mal anschauen, sie relativ schnell verstehen können.